Rudi, die Marion, die Heidi Monika sind heute bei mir. Für diese drei beginnt jetzt der Frühling. Eine super Mannschaft, ein super Team, richtige Filmstars, hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe Ihnen jetzt auch angeboten, falls Sie wieder auf den Punkt kommen und alleine nicht weiter wissen, wobei ich das nicht glaube, können Sie gerne nochmal zu mir kommen. Ich mache wieder ein Atemleser-Programm mit Ihnen oder nur einen einmaligen Coach oder einmalig Stoffwechsel zu messen. Und ich wünsche den dreien jetzt, dass der Frühling beginnt. Zu Ende würde ich jetzt nicht sagen, weil wir haben ja schließlich was gelernt, wie man die Ernährung so einstellt, dass es Spaß macht und dass es trotzdem gut tut. Ja, ich habe eigentlich kein Ziel gehabt von Anfang an. Ich habe mir gedacht, ich lasse es mir auf mich zukommen. Und ich habe am Anfang ziemlich viel abgenommen, also 10 Kilo. Und habe aber jetzt auch die meiste Zeit dieses Gewicht gehalten. Also das ist jetzt mein persönliches Fazit, dass das so lange, fast ein halbes Jahr jetzt, auf dem Level geblieben ist. Und nicht wie bei anderen Diäten, die ich schon gemacht habe, dass das dann, nachdem das Programm vorbei war, gleich wieder in die Höhe gegangen ist. Also ich werde es auf alle Fälle, so wie ich es jetzt mache, weiter beibehalten. Und wenn ich Lust habe, dann nehme ich nochmal 10 Kilo ab. Ja, und das ist eigentlich das Schöne für irgendwelche Leute, die damit mit dem Gedanken spielen, das auch zu machen. Dass das nicht irgendwie eine Phase ist, die ist irgendwann abgeschlossen, sondern du kannst es mitnehmen und kannst für dein weiteres Leben positive Aspekte rausziehen. Du kannst es super umsetzen. Was auch noch mir in den Sinn gekommen ist, war, dass ich ja am Anfang gesagt habe, ich habe im Innen und Außen einiges an Ballast abzuwerfen. Und dadurch, dass das im Außen so schnell und so leicht gegangen ist, habe ich dann eigentlich vergessen, das Innere anzuschauen und dass der innere Ballast auch weggehört. Und da hat das Leben mich jetzt ein bisschen unsanft darauf hingewiesen, dass ich da auch noch einiges zu erledigen habe und nicht, dass es nicht reicht, nur meine Ernährung umzustellen, sondern dass eben andere Arbeit auch noch zu tun ist. Und da bin ich jetzt gerade dabei und das ist halt ein bisschen nervenaufreibend manchmal und da gönne ich mir dann auch Schokolade oder auch das eine oder andere leckere Eis in der Stadt. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass die Atemleser mich auf diese Reise mitgenommen haben und ich habe, glaube ich, Freunde fürs Leben gefunden da oben. Wir fühlen uns alle sehr wohl miteinander und es wird positiv weitergehen. Ich bin sehr dankbar für alles und kann nur jeden empfehlen, der ja ähnliche Probleme gehabt hat wie ich, oder auch weniger, sich auch auf den Weg zu machen zum Wohlfühlgewicht und zu einem leichteren, beschwingteren, schöneren Leben. Ich werde weiter in dem Modus bleiben mit der Ernährung, weil mir ja das total Spaß macht. Mein Mann macht mit und das bleibt. Natürlich gibt es zwischendrin auch mal irgendwie bestimmt mal einen Burger oder so. Aber ich mag es eigentlich jetzt gar nicht mehr, weil ich mich so dran gewöhnt habe. Mein Wunsch, nämlich in meine Hosen und Kleider wieder zu passen, habe ich mir erfüllt. Dennoch habe ich noch vor, das mache ich jetzt im zweiten Schritt, nochmal so 3-4 Kilo, so als kleines Backup. Wer Probleme hat mit dem Abnehmen und wem es eventuell genauso gegangen ist wie mir, nämlich ich habe wieder Sport gemacht und habe normal gegessen und es ist einfach nichts weggegangen. Einfach mal bei der Renate vorbeischauen, sich ein bisschen messen lassen und dann möglicherweise liegt es auch daran, dass die Fettverbrennung nicht angekurbelt worden ist. Das ist eigentlich meins, was ich den Zuschauern ans Herz legen will.